ja, wir sind eine Gemeinschaft von Mopedfahrern. Ja. Und da gibt es hier in der Region eine ganze Menge von diesen Clubs. Auf jeden Fall. Ja. Viele Mopeds und viele Mopedfahrer und Gleichgesinnte. Und was interessiert Sie jetzt so an den Treffen? Warum kommen Sie so gern zusammen? Ja, erstmal Benzingespräche, denn immer nette Leute und man trifft sich immer wieder. Ja. Und ja, also wir tauschen uns aus. Der eine hat ein Problem und der andere sagt, das Problem können wir lösen. Und das ist das Schöne daran. Wir sind keine Konkurrenten, sondern Große Gemeinschaft. Leben auf einer Linie. Diese Titel habe ich aus der Nähe von Aurich geholt. Hab da für einen Schrotthaufen, meine Frau sagt, den Schrotthaufen willst du mitnehmen, 700 Euro bezahlen. Und dann musste man natürlich einige Teile dazu kaufen und dann neu lackiert. Mhm. Und das ist eine Rarität, sag ich mal, so TTK, das heißt einem mit Kickstarter. Die waren früher noch gar nicht alle mit Kickstarter. Eine Quickly S, Baujahr 1955. Die habe ich gerade jetzt neu restauriert. Die zweite, das war mein erstes Fahrzeug, wo ich mit angefangen bin. Auch ein Quickly N, auch Baujahr 1955. Die habe ich für 50 Euro am Biertresen gekauft. Dementsprechend sah sie auch aus.